Und damit hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge von unserem Parkbauprojekt Mountains of Tacaño. Wir werden heute eine Parktour machen durch den gesamten Park und uns mal anschauen, was wir so in den letzten 10 Folgen waren es, glaube ich, alles so gebaut haben. Das hier ist der Eingangsbereich, den schauen wir uns gleich an. Wir fliegen jetzt erstmal nochmal zurück zu dem Bereich vor dem Eingangsbereich. Da habt ihr gerade schon ein paar Bilder gesehen, aber hier hatten wir so eine schöne Dinosaurierinsel gebaut. Ich glaube, hier waren Sinoceratopse. Ja, und Brachios, 2 Stück. Also hier kommt man dann aus dem Berg an und dann kann man schon die Dinosaurier dort auf dieser Insel sich ein wenig anschauen. Und da oben war auch noch eine Einschienbahn. Das war aber eigentlich nur für den Hintergrund so, für die Hintergrundgestaltung. Die fährt halt hier von links nach rechts. Sieht immer ganz schön aus, wenn man dann von hier unten guckt und dann da oben das Ganze sich auch noch ein wenig bewegt. Aber wir gehen jetzt weiter zum Eingangsbereich, denn der befindet sich hier. Und das Wichtigste, was man an einem Park braucht am Eingang, ist natürlich eine Toilette. Die haben wir hier als allererstes. Und danach gibt es auch gleich was zu snacken, nämlich ein schönes Restaurant. Und ein paar Souvenire mit einer Fossilienzone. Hier haben wir auch schon die 2 verschiedenen Wegfarben benutzt. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen Wasser, das dann hier auch noch sich komplett entlang schlängelt bis hier vorne. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Der Park ist relativ groß geworden, deswegen werde ich, denke ich mal, einigermaßen zügig hier durchfliegen. Hier ist unser erstes richtiges Gehege. Da kann man die ersten Eindrücke schon bekommen. Wir gehen mal auf Besucherperspektive, würde ich sagen. Könnt ihr das auch mal sehen? So. Da haben wir nämlich dann die Ceratus, 2 Stück. Schauen ihr gerade sogar perfekt über den Zaun. Gerade ein sehr, sehr gutes Bild. Praktisch, dass sie hier direkt am Zaun stehen. Oh, hier machen auch direkt die Leute Fotos. Wir fliegen aber weiter. Wir haben nämlich jetzt schon das erste Mal 2 verschiedene Auswahlmethoden, ob wir links oder rechts lang gehen. Ich entscheide mich jetzt erstmal für links, weil den Bereich können wir schneller abarbeiten, auch wenn wir den erst später gebaut hatten. Da kommt man dann hier vorne vorbei. Hier endet der Zaun. Und dann kann man nochmal von hier über einen etwas kleineren Zaun rüberschauen, schön von oben nach unten, und dann hat man nochmal einen perfekten Blick auf unsere 2 Ceratus. Alle Dinosaurier haben übrigens Namen, denn hier wurden immer Folge für Folge Leute verewigt, und wenn ihr das Safe Game nachher runterladen solltet und ausprobiert, könnt ihr ja gerne schauen, ob ihr hier auch verewigt seid. Die Wege hier sind teilweise noch ein bisschen hokelig, sehe ich gerade. Aber das finde ich nicht so schlimm. Von oben sieht man das nicht. Das ist auf jeden Fall das erste Gehege. Schön bergig, Höhenunterschiede, ein paar Bäume und ein bisschen Wasser. Und hier oben gibt es dann nochmal einen schönen Aussichtsturm. In dem hat man auch nochmal eine perfekte Perspektive. Also viel mehr Überblick kann man, glaube ich, gar nicht haben. Das ist richtig ideal. Aber dann geht es hier hinten weiter. Man kann hier auch rechts die ganze Zeit dann runterschauen. Ist auch überall ein Zaun vor, damit man nicht runterplumpst. Wir fliegen den Weg weiter entlang und kommen zum nächsten Gehege. Das ist unser... Oh sorry, wenn die Kamera ab und zu so rumspinnt. Das ist unser Seismosaurus-Gehege, war es. Hier sind 3 Seismos drin. Da kann man auch schön runterschauen, weil das Gehege sich sehr tief befindet und ja, hier eine sehr, sehr steile Klippe ist. Dadurch hat man dann auch wieder sehr guten Überblick. Hier ist auch noch eine Besucherplattform, die komischerweise gerade ein bisschen verstört ist. Zwar habe ich aber nicht so hinterlassen. Ja, manchmal kommt das vor, dass die Sachen sich nochmal ein bisschen verändern, wenn ich da irgendwas bearbeitet habe oder so. Auch hier können wir nochmal in Besucherperspektive schauen. Hier habe ich halt mal Felsen als Abgrenzung genommen und keinen Zaun. Finde ich eigentlich ganz schön. Dann hat man nämlich noch eine bessere Sicht. Da sind die Seismos. Schade, dass es nicht solche Ferngläser gibt. Das wäre cool. Da oben gehen sie dann fressen. Da hat man wirklich einen sehr guten Überblick über das Gehege. Wir fliegen aber jetzt weiter. Hier vorne kann man nochmal eine kurze Pause einlegen bei einem Restaurant und einer Bar. Und dann geht es hier zum nächsten Aussichtsturm, wo sich schon viele Leute befinden.
Dort schauen wir natürlich auch rein. Hier hat man nochmal einen sehr schönen Überblick über das gesamte Gehege. Ich habe übrigens versucht, bei den meisten Gehegen so wenig Barrieren wie möglich zu verwenden. Ich habe halt versucht, alles mit Klippen und Bergen abzugrenzen. Und ich glaube, das haben wir auch relativ gut hinbekommen. Hier geht es dann einigermaßen steil bergab. Aber es geht noch. Und dann haben wir hier einen Spielzeugladen und einen Kleiderladen. Und dann haben wir hier auch noch eine Fossilienzone und eine Toilette. Oh, das Gebäude ist nicht verbunden mit dem Weg. Ja, die Funktionen sind mir ja ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Also wenn hier rote Meldungen sind, das ist halb so wild. Mir geht es da eher um die Optik. Und dann haben wir hier natürlich auch noch das Innovationszentrum. So als kleinen Besucherhöhepunkt. Hier kann man dann auch nochmal entlang gehen und schon mal den ersten Blick in dieses Gehege ergattern, was wir gleich auch noch sehen werden. Auch wieder hier schön mit so Felsen abgegrenzt, damit man nicht zu nah an den Zaun ran kann. Hier ist dann eine Jurassic Tour. Und auf der rechten Seite das gleiche nochmal. Hier kann man sogar Edmontos gerade sehen. Sehr schön. Ja, ich würde fast sagen, wir fahren jetzt mal schön die Jurassic Tour gemeinsam. Wir düsen los. Ich habe mich dazu entschieden, selber zu fahren. Und dann können wir das Tempo selber bestimmen. Oh, hier kann man sogar schon die ersten Dinos sehen. Okay, ich kann in die Außenperspektive und Innenperspektive. Das sind Edmontos. Das ist doch schon mal ganz schön, so zur Begrüßung. Am Anfang der Tour. Aber deswegen habe ich ja auch hier das Wasserbecken gebaut. Damit die auch Grund haben, hier hinzukommen. Aber wir düsen jetzt hier weiter. Ah ja, danke für diese Info, liebe Stimme. Da sehen wir schon die nächste Spezies. Nämlich ist das der Alberta Ceratops. Für solche Saurier gibt es natürlich keine Ansagen, für Moddinosaurier. Macht ja auch Sinn, ne? Wurde ja nichts eingesprochen zu. Oh, das ist aber schön. Das ist auch eine wundervolle Mod, muss ich sagen, vom Optischen her. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht wegrammen, ne? Die haben auf jeden Fall ganz schön krasse Hörner. Aber die scheinen mich eher zu meiden. Also die gehen eher vor mir weg. Wollen wir die mal nicht weiter stören? Gibt ja auch heute noch viel zu sehen. Oh Gott, wo geht's denn jetzt lang? Oh, es geht halt wirklich hier lang. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Alberta auf der Straße. Dann musste ich sogar in die Richtung, wo die waren. Versuche mich jetzt mal hier vorbeizuschleichen. Oh oh. Ich hab ein bisschen Angst. Bin in der Mangel. Ja, müssen wir mal kurz warten, bis der hier verschwindet. Gott, das muss gruselig sein, wenn man da hinten drauf sitzt. Und dann solche gefährlichen Dinosaurier hier rumrennen. Ich hupe mal. Okay. Er rennt sogar weg. Sehr schön. Runter von der Straße. Und dann düsen wir. Das ist ein relativ grünes Gehege. Mit so ein paar neuen Deko-Sachen von Mods. Dann geht's jetzt ab ins nächste Gehege. Die Tür öffnet sich. Ja, das sollten wir tun, weil wir kommen jetzt in ein Fleischfressergehege. Oh, das macht Spaß, mal wieder hier selber rumzufahren. Ist echt lang her, dass ich so eine Tour gefahren bin. Da kommt man auch irgendwie immer viel zu selten zu. Aber hier seht ihr schon das nächste Lebewesen. In einem eher kahleren Gehege mit Redwood Trees. Und Wasser. Oh, die fressen sogar gerade. Ich glaube, die fangen gerade frischen Fisch. Das sind Ichthyovenatoren. Das ist ja perfektes Timing hier. Meint ihr, wir können noch näher ran? Oh oh.
guck mal, wie cool das aussieht. Ohne Fischfieder. Und die Fische einfach so rumschwimmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dadurch, dass die satt sind, dass wir jetzt nicht auf der Speisekarte stehen. Aber irgendwie schleicht er sich ja gerade schon ganz schön an. Aber wunderschönes Lebewesen, ne? Muss man sagen. Sieht richtig cool aus. Aber wir wollen die mal nicht weiter stören. Da könnt ihr nochmal einmal das letzte Mal die ich dich sehen. Sieht fast so aus, als wenn die uns auch angucken. Die schnappen auch so ein bisschen in unsere Richtung. Okay, wir fahren mal lieber. Ich will ja heute noch lebend rauskommen. Überholen noch schnell die Kollegen. Das schaffen wir noch. Und dann haben wir die Tour geschafft. Einmal hier hindurch. Und das war's mit der ersten Jurassic Tour. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir gucken uns jetzt das Ganze natürlich noch von oben an. Hier war das Ichthi-Gehege. Hier das Pflanzenfresser-Gehege. Das ist der mittlere Bereich. Dann ging es hier hoch zu den Seismos. Und hier waren dann die Ceratos. Hier sind wir vorhin abgebogen nach rechts. Wir gehen jetzt noch hier den Weg gleich weiter. Dann gehen wir als nächstes jetzt hier entlang. Hier schlängelt der Weg sich einmal so durch. Mit Wasser und ganz vielen Bergen. Sieht schon cool aus, ne? Links Berge, rechts Berge und auch geradeaus Berge. Also das Motto haben wir definitiv erfüllt. Hier geht es dann hinunter. Dann erwartet uns hier auf der linken Seite das nächste Gehege. Ja, die Kamera spackt leider bei den Höhenunterschieden manchmal so ein bisschen rum. Das kann ich leider nicht ändern. Das ist das nächste Gehege. Auch ein Redwood-Tree-Gehege mit Stegos und Ankis. Auch hier wieder so kleine Besucherplattformen, damit die Besucher näher ran können an die Dinosaurier. Aber die benutzen sie leider nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Also, dass sie hier auf solche Sachen nicht draufgehen. Habe ich hier nochmal eine Toilette. Und auch hier nochmal so ein kleines Stück, wo die Besucher näher ran können. Da kann man wirklich wunderbar die ganzen Lebewesen beobachten. Und hier kommt dann die Wasserabgrenzung, weil da schon das nächste Gehege ist. Aber darauf gehen wir gleich erst ein, würde ich sagen. Schauen wir jetzt erstmal hier noch genauer, denn es gibt auch hier vorne nochmal eine Abzweigung. Hier geht es nämlich auch nochmal hoch. Oh, hier haben wir sogar sehr gut übergeglättet, sehe ich gerade. Hier geht es nochmal zu einer Türmchen. Und von dort aus kann man wirklich nochmal richtig nah ranzoomen und die Ankis und Stegos perfekt beobachten. Das Gehege gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen, mit den Redwood Trees. Sieht echt schön aus. Und natürlich ist hier auch das Highlight so ein bisschen dieses Wasser, ne, was das Ganze abgrenzt. Keine natürlichen Barrieren. Nee, andersrum. Keine künstlichen Barrieren. Alles natürlich mit Klippen und Wasser abgegrenzt. Das wäre ja auch ein bisschen das Ziel von dem Gehege. Aber es geht sogar noch hier oben weiter. Genau, hier ist nämlich noch ein Weg. Ein unsichtbarer Weg, wo die Leute rüberlaufen können. So ein kleiner Trampelpfad. Und von hier aus können die Besucher auch nochmal runterschauen. Hier hat man wirklich guten Überblick, wenn man von hier oben guckt. Man kann dann ja auch nochmal ranzoomen mit seinen Augen, mit seinen Zoom-Augen. Ich kann es zumindest. Und dann kann man auch hier die Dinosaurier beobachten. Der geht dann hier entlang und führt auch nochmal zu so einem Türmchen. Da können wir jetzt auch nochmal eben schnell reingehen, würde ich sagen. Und das ist die Sicht aus diesem Türmchen. Hier kann man natürlich auch nochmal ein wenig ranzoomen. Dann kann man da drei Stegos sehen. Da ist noch ein Stego und noch drei Ankis. Und von oben sieht das Ganze so aus. Das ist das Gehege. Wir gehen jetzt hier unten weiter. Hier ist nämlich schon eine Abgrenzung im Wasser, weil hier sind Lebewesen, die auch ins Wasser gehen können. Oder auch gerne mal im Wasser rumschwimmen. Ich weiß gar nicht, ob die sich gerade im Wasser befinden. Ich glaube nicht. Aber ihr seht schon, ne? Rechts und links ist hier ordentlich abgegrenzt. Und hier bei dem Gehege kann man eigentlich auch alles sehr, sehr gut sehen. Dadurch, dass das so von unten immer weiter nach oben geht, hat man da wirklich guten Überblick. Im Hintergrund bleibt sogar die Einschienenbahn stehen. Macht einen kurzen Stopp. Was auch sehr cool ist. Und da könnt ihr dann auch die Lebewesen sehen, die hier drin sind. Nämlich sind das keine Ankis.
Das sind Deinosuchus. Die schleichen sich hier auch umher. Und die gehen natürlich auch hier gerne vorne mal ins Wasser. Ich glaube, ich habe hier sogar. Nee, habe ich nicht. Okay. Ah, nee, ich glaube, ich habe hier Wasser versenkt, dass die hier hingehen. Ich dachte erst, ich hätte hier Fieder versenkt, aber ich glaube, ich habe hier einfach Wasser unter dem Wasser von der Insel. Ja, sieht so ein bisschen so aus. Das heißt, die Deinosuchus haben sogar einen Grund, hier vorne in das Wasser zu gehen. Und ich glaube, hier schwimmen sogar Fische, ne? Ja. Hier schwimmen auch Fische rum. Hier haben wir auch platziert. Und ganz oben als Highlight bei diesem Gehege ist dann auch nochmal unser Pteranodon-Felsen. Mit 6 Pteranodons. Ohne Käfig. Diese Mod werde ich für euch auch noch jetzt online stellen. Das ist alles unten in der Videobeschreibung. Ja, auch ein sehr, sehr interessantes und schönes Gehege, muss ich sagen. Erfüllt natürlich auch komplett das Motto, ne? Ist alles komplett hier in den Berg gebaut und in den Berg eingefügt. Und das funktioniert auch wirklich gut. Und wir kommen hier direkt jetzt zum nächsten. Da ist eine größere Mauer als Abgrenzung, weil hier auch ein größeres Lebewesen ist. In unserer Mosasaurus-Bucht mit 2 Wasserfällen und unseren eigenen Beobachtungsgalerien. Die haben wir ja auch untergebracht. Da können wir mal eben hineingehen. Dann sieht man dort auch schon den Mosa schwimmen. Leider ist der Kopf gerade unter Wasser, aber das macht nichts. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das aussieht. Ah, das ist wirklich schön. Da oben hält übrigens auch die Einschienbahn an, macht einen Stopp. Wir gehen jetzt mal hier oben lang, würde ich sagen. Hier geht's hoch. Da kommen wir nämlich jetzt zu unserem ersten Hybriden. In unserem Todessumpf befindet dieser sich. Wenn wir mal hineinfliegen. Dann seht ihr auch mal die Landschaft. Also die ist wirklich sehr sumpfig geworden. Finde ich richtig cool. Hier haben wir ganz viele von diesen kleinen Wassersachen eingebaut. Und da ist er. Das ist der Dracodentiten. Der sieht auch so böse aus. Ein richtig cooler Hybrid. Einer meiner Lieblinge. Tarnt sich hier auch sehr gut im Dschungel. Oder im Sumpf. Nicht Dschungel. So sieht das ganz von oben aus. Sieht auch wahnsinnig aus, ne? Haben wir viel, viel Arbeit reingesteckt. Finde ich richtig cool mit diesen ganzen Höhenunterschieden und überall dieses ganze Wasser und sowas. Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis von dem Park, muss ich sagen. Also wenn ich das jetzt hier nochmal so im Ganzen sehe. Hier ist nochmal eine schöne Brücke. Das hier ist übrigens das Wasser vom Anfang vorhin. Also hier ist der Eingangsbereich. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wo wir gerade sind. Und dann ist hier sogar nochmal ein kleines Hotel, wo die Gäste hingehen können. Und dann geht's hier hoch zur nächsten Besucher, Station. Oh, das hier ist übrigens noch ein Bug. Der entsteht, glaube ich, durch die Beobachtungsgalerie. Den muss ich auch noch beheben. Aber hier gibt es dann nochmal so ein paar Besucherläden und eine Einschienbahnstation. Und wenn man hier hochgeht, ist hier sogar nochmal ein Mitarbeitergebäude mit Helikopterlandeplatz und ein Turm für unser nächstes Gehege. Denn hier, oh, hier haben wir sogar noch mal eine Gyros-Fernfahrt. Die machen wir natürlich gleich auch noch. Aber hier sind, glaube ich, oh, was waren denn das noch mal? Das waren Torvos, glaube ich, ne? Torvosauren sind hier drin und auch noch mal ein Pteranodon-Hügel. Da fliegen sie. Mal in die Innenperspektive gehen. Oder sehen wir sogar schon den ersten Torvo. Und auch die Pteranodons fliegen da oben rum. Sieht echt cool aus. Oh, der Torvo rennt jetzt gerade weg. Ich wollte eigentlich gerade hinfahren. Na gut. Können wir nicht ändern. Düsen wir weiter. Oh, das mit dem Pteranodons ist so cool, dass sie da frei rumfliegen. Es hat halt irgendwie ein ganz anderes Feeling, als wenn da noch ein Käfig zwischen ist. Hier auch die ganzen neuen Bäume aus Mods. Und jetzt geht es sogar durch einen Tunnel durch. Den haben wir sogar so eingearbeitet, dass es so aussieht, als wenn der von dem Pteranodon
Stein abgeht. Ja, das ist immer das Problem noch bei den Mods, wenn die so ein bisschen größer sind, bei diesen Deko-Mods. Seht ihr das? Wenn die Kamera zu weit weg ist, dass es dann verschwindet. Das ist immer noch ein bisschen schade. Aber vielleicht wird sich dafür ja auch noch irgendwann eine Lösung finden. Kann jetzt durch den Tunnel hindurch. Das ist cool. Und da oben ist ein Pteranodon. Sogar drei. Vier. Oh Gott. Es werden immer mehr. Richtig nice. Schön, dass man hier so reingucken kann, ne? Dann wirklich die Pteranodon super beobachten kann. Die Torvos scheinen sich gerade ganz schön zu verstecken. Geh mal in die Mitte. Hier vorne geht es dann auch nochmal unter einem Baumstamm entlang. Wir überholen nochmal schnell. Schaffen wir das? Sicher. Genau, hier ist auch nochmal so ein Baumstamm. Als kleines Highlight. Wo man unten durchfährt. Aber die Torvos haben sich ganz schön versteckt, muss ich sagen. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ah, da unten sind sie. Wartet mal. Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Warum sind hier Zäune weg? Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, warum hier die Zäune weg sind. Aber das werde ich noch beheben, Leute. Also die Torvos scheinen jetzt frei zu sein. Das war es dann auch mit der Tour. So ein Mist. Dinosaurier ausgebüxt. Haben sich wahrscheinlich schon Menschen einverleibt. Aber da könnt ihr sie nochmal sehen. Das ist natürlich nicht gewollt gewesen. Hier geht es dann runter. Hier kann man dann nochmal die Torvos sehen normalerweise. Und fährt dann dieses Stück hier noch zurück. Aber gut. Sowas passiert, ne? Gut, dass wir diese Tour nochmal machen und das dann merken. Könnt ihr auch jetzt sogar... Ne, wir können ihn nicht einfangen, der hier ist außerhalb. Ja, werde ich dann auf jeden Fall noch machen. Keine Sorge. Wir fahren jetzt aber erstmal weiter hier in diese Richtung. Denn hier kommt unser nächstes Gehege. Das ist die Elasmosaurus-Bucht. Hier oben. Endet im Wasserfall. Und hier fließt auch so richtig cool das Gewässer rein. Hier gibt es auch einige... schöne Türme, wo man die dann beobachten kann. Ihr seht das ja schon hier. Hier kann man auch komplett entlang gehen unten und dann die Elasmos schon sehen aus dieser Sicht oder halt aus einem der vielen Türme. Also ich denke, so diese Ansichten und so haben wir alle relativ gut gelöst. Also man hat wirklich immer sehr gute Sicht auf alle Dinosaurier. Oh, hier oben ist auch nochmal ein Turm. Also viel besser geht's ja gar nicht. Man kann wirklich aus allen Blickwinkeln hier drauf schauen. Und alles auf verschiedenen Höhen. Das ist ziemlich cool. Und auch von hier kann man die perfekt sehen. Sehr schön. Hier fährt dann natürlich auch nochmal die Einschienenbahn entlang. Hier kommt sie raus. Macht dann einen Zwischenstopp hier an dieser Stelle. Wo man dann sogar Mosasaurus sehen kann auf dieser Seite und auf dieser Seite den Elasmo. Also da hat man sogar dann das doppelte Glück. Sieht man sogar den Mosa mal nochmal ein bisschen. Der sieht auch so nice aus, dieses Model. Muss ich sagen. Ah, da kommt die Einschienenbahn, jetzt könnt ihr es nochmal sehen. Die wird jetzt gleich hier, glaube ich, einen Zwischenstopp einlegen, genau beim Wasserfall. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, jetzt hält sie nochmal an und jetzt kann man sich perfekt nochmal umgucken. Das ist echt cool. Und ich glaube, jetzt haben wir alles soweit durch. Das war die finale Tour durch unseren Park Mountains of Takanyo. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich das Safe Game zum Park. Das heißt, dort könnt ihr das Ganze mal runterladen und selber ausprobieren. Eine Modliste findet ihr auch unten, weil es wäre ganz gut, wenn ihr... das Safe Game ausprobieren wollt, dass ihr dann vorher auch alle Mods installiert, damit es auch genauso aussieht, wie es jetzt hier bei mir aussieht. Aber Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, das Ganze hat euch Spaß gemacht und ihr seid mit dem Ergebnis genauso zufrieden wie ich. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.